Ernsthaft. Nach all den Folgen. Nach all den Folgen hast du es immer noch nicht gelernt? Oh, du wirst leiden. Das können wir nicht einfach so durchgehen lassen. So. Hat's mir was gebracht? Was? Ich verstehe nicht. Ich verstehe nichts mehr. Ich auch nicht. Aber ich hab Müll. Hau ich. Oh, wow. Der ist gut geflogen. Der ist gut geflogen. So ein komischer Biker-Fuzzi, den ich hier gerade mit meinem Baseballschläger umgenockt habe. Ja, hüpf ich einfach mal. Das löst viele Probleme. Eigentlich nicht. Es schafft nur neue, zum Beispiel gebrochene Knöchel. Diese Schmerzen. Oh, wie liegst du denn da, Mädchen? Nein, bleib liegen, das war schöner. Oh. Ja, das ist noch besser. Nicht, aber egal. Also, ich habe da was zu erledigen. Wenn ich kann mich nicht ducken, wenn ich die Waffe trage. Scheiße! Ich hab Druck! Ich will ihn ablassen, aber ich will den Messerwerfer nicht ablegen. Das ist ein Dilemma, würde ich sagen. Das ist ein energetisch-physiologischer Komplex, genau wie diese Frisur da. Nee, Konflikt war das. Der Auftrag sollte das jetzt sein, Schrägstrich. Es war eigentlich Biologie. Ah. Der energetisch-physiologische Konflikt. Basierend auf der Disposable-Soma-Theorie. Das klingt extrem philosophisch. Na, eigentlich ist es eine Begründung, warum der Mensch aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt altert, weil es gibt kein Naturgesetz dafür. Also muss es einen evolutionären Vorteil verschaffen, den niemand versteht. Das ist ja gut. Ist aber ein ganz interessantes Thema eigentlich, aber... Oh, warte mal. Ja, niemand. Erik, reiß dich zusammen. Erik, du darfst nicht wirklich klug klingen. Was denken die Leute dann von dir? Sexwitz und ich muss verkacken, komm, ich... Scheiße! Die Leute halten mich noch für klug, wo kommen wir denn da hin? Wo kommen wir da hin? Oh, Regret genau. Alien Police. So einer zukünftigen Welt, in der alle erstarrt sind, in der es stagniert... Du hast gerade mein Kunstwerk ruiniert, Mädel. Scheiße. Was fällt dir ein? Da friere ich sie ein, mach sie zu einem ewigen Kunstwerk und die taut wieder auf und ruiniert alles. Schlampe. Ich könnte jetzt einen ziemlich sexistischen Witz reißen, aber ich glaube, das ist dabei doch. Das Niveau ist noch zu hoch, mach ruhig. Flughafen. Ich suche immer noch das Auto, was ich vorhin verloren habe, aber. Ich würde sagen, das ist eine perfekte Konstruktion. Der Architekt gehört befördert, belobigt und eingemauert. Das ist wirklich hervorragendst. Also, was wollte ich jetzt machen? Was? Ja, genau. Nuscheln und stottern wollte ich, wie ich es immer mache. Aber ich finde es komisch, dass ich jetzt die Wahlkampagne der Zerstörung irgendwie keine Aufträge mehr bekomme. Machen wir einfach mal was anderes von Kiew. Mission starten. Gehe zum Ziel. Ist bestimmt jetzt mal dasselbe, oder? Keine Ahnung, was sollst du machen? Wir hatten scheinbar eine sehr geile Amtszeit. Sowieso. Ich glaube, ein paar Zwischensequenzen mit dieser Amtszeit wären interessanter als das Spiel selbst. Halleluja! 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 Ist ja gar nicht Essbares drin. Scheiße. Dann zöhne ich mich halt an. Ja. Okay, immer noch nicht das Auto, was ich wollte. Dann gehe ich mal auf Auto suchen. Kumpels, wollt ihr euch alle an diesem Obdachfeuer wärmen? Ja, Pech gehabt! Obdachfeuer? Habe ich Obdachfeuer gesagt? Ja. Oh, das tut mir leid. Lag wohl daran, dass ich diesen Wagen eingefroren habe. Da habe ich manchmal Sprachfehler. Obdachfeuer. Ja, wenn dein Obdach plötzlich brennt, ist schon scheiße, was? Nicht ganz so scheiße, wie von Messern durchbohrt werden, aber... Dein als Obdach. Ha! Dem habe ich im Fall mein... Was? Oh, schön. Habe ich getroffen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, also warum renne ich jetzt weg? Abchillen. Ja, den Erfolg habe ich mir gerade verdient. Verstehe ich. Wäre gut, wenn wir vielleicht irgendwie die Bekanntheit mal loswerden könnten. Wäre gut, wenn ich mein restliches Leben loswerden könnte, das wie mit Elektronenschalen, die letzten paar Elektronen auch noch loswerde. Ich meine, da habe ich gar nichts mehr und alle sind glücklich. Ach Mist, alle. Ausdauer alle, ich schwebe im Ozean, das ist jetzt nicht so geil. Habe ich schnell mit, dass ich nicht Schwimmer bin. Ich kann mich nur ins Ufer warpen. Warp. Scheiße, immer noch hinter mir. Die sind immer noch hinter mir. Warum laufe ich in die Richtung? Ich kann so im Moment sowieso nicht gegen so einen Hyper-Piper-Typen kämpfen. Ich brauche meine Post. Erst brauche ich meine Post. Was? Ups. Ich wurde nicht angenommen? Ich brauche doch die Lehrstelle bei Gronkh. Warum? Warum, ihr Unmenschen? Du hast keinen Bart. Oh. Stimmt. Nein, ich habe mir gerade mühsam Leben zusammengeschummelt. Es ist... Wie ein Vampir, dem man das Blut aus dem Magen wieder aussaugt. Das ist sau fies. Oh,
Bushaltestelle. Ja, Erik weiß viel über Verkehr. So ist eine Bushaltestelle. Bus. Bus, Roda. Sag ich auch immer, wenn ich zu lange warten muss, dann drehe ich immer durch und sag Bus, Roda. Und dann... Also kommt dann ein rotierender Bus. Alter, treiben es hier gerade zwei Mäuse drunter oder warum wackelt der Haufen so? Oh, da will ich mal nicht stören. Doch will ich! Ich bin nämlich neidisch. Okay. Scheinbar waren es doch keine Mäuse, sondern... Fucking Regret Police! Genau die waren's. So. Nein, wir müssen ja ernsthaft, wir müssen ja nicht mehr diese Bekanntheit loswerden. Die kotzt mich extrem an. Ich kann ja, meine aber der, nicht. Es gibt nur einen Weg dafür, nämlich den Master Controller zu finden, aber der taucht einfach nicht auf. Wo soll denn der sein? Ja, das ist es ja, der wird auf der Karte angezeigt. So ein kleiner goldener Penis. So ungefähr. Soll der auftauchen oder taucht der erst ab einem bestimmten Moment auf? Der taucht auf, sobald du ein oder zwei Balken Benzin hast. Ja, Benzin. Nee, sobald du ein bisschen Erfahrung hast, sollte er eigentlich auftauchen. Ach fuck, jetzt bin ich schon hier. Ich wollte eigentlich noch ein, zwei Passanten töten. Okay, mein schizophrener, stark pigmentierter Freund, komm her. Hotspot-Generatoren abschalten. Nee, danke. Wuhu. Dich kann ich nicht einfach so zerlegen. Oh, scheinbar kann ich's doch. Müssen sich tote Simulationen so bücken? Kannst du bitte lass jetzt erstmal diese verdammte... Bekanntheit runter sinken lassen. Tut mir leid, ich bin gerade so fixiert. Dieses Leuchten, dieses pulsierende Leuchten, das zieht meine Aufmerksamkeit so an. Lass uns da einfach in der Zwischenzeit hier Türme wieder hochklettern. Ich meine, würde ich gerne machen, aber vorher will ich das noch fertig kriegen. Tut mir leid, weil jetzt ist der stark pigmentierte Cybertyp schon aufgetaucht. Ist nicht Rassismus, weil das ist kein Mensch. Warte, das klang erst recht rassistisch. Nein. Na, dann ist gut. Wenn Alex sagt, es ist nicht rassistisch, dann ist es wohl nicht rassistisch. Dann kann es gar nicht rassistisch sein, das ist ja... Ja, okay. Mal schauen, ob dein Arsch auch so schön glänzen wird. Warum sind die alle immun gegen Messer? Habe ich eine bessere Waffe? Ja, den Führermatik, bei dem muss ich ja auch nichts bringen. Carbonpanzerung. Du Idiot! Wegen dir habe ich eine explodierende Tankstelle verpasst. Hast du eine Ahnung, wie grauenvoll das ist? Du vielleicht? Hast du eine Ahnung? Nee. Dagegen ist weggeschleudert werden auch ziemlich scheiße. Kann sein. Finde ich nicht. Hat jeder andere Meinung zu. Mir doch egal, ist vielleicht bei manchen Leuten Alltag. Ist mir doch egal, was andere Menschen für eine Meinung haben. Hier, ja, aber ich meine, einfach da, während alle sterben. Aber ich meine, für andere Leute ist das ja Alltag. Ich meine, denk mal an die Leute, die wir mit den Baseballschlägern weggekickt haben zu Anfang. Ich glaube nicht, dass es zum Alltag gehört. Ich glaube, das war eher ihr letzter Tag. Mist, ich kann... Ja, naja, ihr Alltag, ihr allerletzter Tag. Ja, das erklärt einiges. Mist. So sehe ich meinen Alltag zumindest jedes Mal. Ich verstehe. Liebes Tagebuch, ich habe Angst. Es kam bereits zwei Löffelchen Dünnes. Mehr werden folgen. Was? Ich bin hier allein, ich habe kein Leben, weil ich bin Gamer und ich mache Let's Plays. Da sieht man schon, ich habe kein Leben. Und Typen auf spacigen Rollerblades kämpfen gegen mich. Das ist falsch und macht keinen Sinn. Und darum renne ich jetzt. Das macht auch keinen Sinn. Hey, könnten Sie bitte Ihr Quad übergeben? Danke, das finde ich sehr prächtig von Ihnen. Mist, Mann! Ich hätte jetzt alle töten können, aber was hätte es gebracht? Ich meine, dafür muss ich stehen bleiben und da wird mein Leben auch nicht mehr. Alter, nur weil du Triebwerke in dein Scheißfahrrad geklemmt hast, bist du jetzt nicht Gott! Aber scheinbar bin ich ein prächtiges Sternmännchen, so wie ich durch die Luft geflogen bin. Also ich muss sagen, das ist ungünstig. Dass ich verstorben bin? Ich war fast oben. Ich fände es prächtig, wenn du... Ja, Wie schön ist diese schwarze Kugel sich da auf- und nieder bewegt. Das ist wirklich prächtig anzusehen. Du bist jetzt hoch auf diesen verdammten Turm. Ich will jetzt diesen Typen fertig töten. Tut mir leid. Was denn für ein Typen? Den Typen mit dem Kreis um seinen Kopf. Wo steht denn der? Kenn ich nicht. Ich dachte, der ist wirklich auf dem Turm. Für einen Moment, ich hab's gedacht, aber dann dachte ich, nee, das wird schon das LSD sein. Dann war's doch nicht das LSD. So. Freeze, Bitch. So, bevor er auftaucht. Nein! Schauen wir mal. Ob's klappt. Was ist das für ein Ding? Ist das nicht die Entführomatik, die ich hier habe? Oh! Das ändert die Sache natürlich erheblich. Zum Beispiel. Scheiße! Da! Leute! Brennen ist lustig.
Okay, das ist eine Tatsache, da will ich nicht mit streiten. Aber wenn man es selber macht, dann ist es nicht ganz so lustig. Immer noch ziemlich lustig, aber... Naja. Nein, du wirst das Auto nicht werfen. Take that! So. Und die Tankstelle gleich mit erledigt. So, und darauf erstmal zu feinen Passanten. Stammhörn. Okay, los geht's, jetzt bin ich unterwegs. Jetzt den scheiß Turm hoch. Ja, damit wir auch immer diese Bekanntheit loswerden. Ja, ich glaube nicht, dass wir dadurch loswerden. Ich glaube, nur durch Flugkonchenkräfte. Nein, hier oben begegnen wir so schnell keinen Gegnern, von daher können wir auch keine nicht mehr behandelt sammeln. Shaundi hat mich gebeten, keine wortgewandten Anspielungen mehr zu machen. Shaundi ist noch in der Suppe, Mann! Suppe? Ja, diese Nährlösung, in der wir halt eingesperrt waren. Ich mag Suppe. Und ich mag Shaundi. Das klingt, als wäre es ein gewaltiger Markterfolg, wenn wir das vermarkten würden. Shaundi-Suppe. Mit... Okay, also... Nein, 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 bitte. Ich stell mir da jetzt gerade große Grießklößchen drin vor. Was hast du für eine Vorstellung von Shaundi? Auch wenn ich Grießklößchen in meiner Suppe, in meiner Nudelsuppe nie mag, aber okay. Tja, ich glaube nicht, dass die Shaundi-Suppe eine Nudelsuppe wäre. Verstehst du? Nein. Ich nicht, nee. Ich verstehe es nicht. Was soll das heißen? Erklär's mir. Aktiviere den Turm! Dein Turm! Ab 5 Uhr wird der Turm aktiviert. Okay, Leute, das war jetzt nicht cool. Aber es war sehr cool. Es war jetzt nicht cool, aber es war sehr cool. Es war jetzt nicht cool, es war einfach nur Nationalstolz, der mit uns durchgeht. Das kann ich nicht sagen. Hast du aber. Nee, ich hab's nur angedeutet. Das ist alles auf Wand. Willst du mich mit mir anlegen, Junge? Ich hab Baseballschläger. Ich mach dich Baseballstadion. Ich hab mich schon mal bedrohter gefühlt. Zum Beispiel damals, als ich in die Turbine geflogen bin, das habe ich mich bedroht gefühlt. Das war wirklich furchteinflößend. Nein, glaube ich nicht. Nee, nicht wirklich. Ich meine, ich konnte einfach wieder zurück auf meine Plattform. Das war jetzt nicht so. Bist du bei immer oben? Du hast gesagt, du hast es fast geschafft. Dachte ich eigentlich auch. Ah, okay, jetzt bin ich fast oben. Ja, ja. Jetzt glaubt's keiner mehr, Alex. Denkst du, das kratzt mich, was andere Leute glauben? Ja, manchmal. Ich meine, damals, als du die NSDAP gewählt hast, dann hast du das ja auch gekümmert. Ja, wenn es alle machen, wird schon richtig sein. Ja, wir sind in Wahrheit 95 Jahre alt. Wir klingen halt nur sehr jung. Moment mal, steht da, was ich denke, dass da steht? Fuck, ein UFO! Wo? Oh ja, ja, stimmt! Ich liebe dieses Ding auch. Lass mich auch mal einsteigen, ich will es auch mit N speichern, weil das ist wirklich geil. Nee, wir können es gar nicht speichern, weil wir keinen Quartierflugplatz haben. Nee, brauchst du ja auch nicht mehr. Wieso? Hä? Brauchst du nicht. Gibt keine Quartiere mehr. Lass mich einfach einsteigen und dann... Warte, ernsthaft? Das finde ich jetzt aber irgendwo ein bisschen scheiße. Nee, mach einfach. Wie speichern wir das denn dann? Beziehungsweise wo holen wir es raus? Halte N gedrückt. Einfach N gedrückt halten, während du in einem Fahrzeug sitzt. Dann kannst du es dir bei der Fahrzeuglieferung immer kommen lassen. Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. So, jetzt mal. Ich will auch. Und... Oh, komm schon. N. Jetzt funktioniere. Aber jetzt muss ich erstmal wirklich fliegen. Komisch. Hast du's? Nee, es ist wahrscheinlich erst in einem späteren Level freigegeben. Naja, Pech. Wuhu! Ah, hey! Zerstörung! Zerstörung und Chaos! Ich liebe dieses Ding jetzt schon. Erinnert ihr euch noch damals, wo ich einen Helikopter gekapert habe und das 5 Folgen ergeblich versucht habe? Ja, das vergebliche Versuchen ist jetzt weggefallen. Jetzt kommt der Spaß. Dieses Lachen war sein letzten Wort, bevor er abstürzte, weil er zu dumm war. Hulk! Guck mal, ich hab die echt eingeholt. Ich bin beeindruckt. Warte, von der Zerstörungskraft dieses Ding. Ich wollte aufs Raumschiff, du Affe. Ja, kommst du aber nicht. Komm. Okay, los. Lauf da. Ah, ich soll ein Fahrzeug klauen. Na gut. Das machen wir später. Rauf hier. Wer schießt da? Wer wagt es, sich gegen den UFO-Gott aufzulehnen? Oh, ein anderes UFO. Ganz schlechte Entscheidung. Achso, das soll ich klauen. Achso. Scheiße. Nein, knapp verfehlt. Scheiße. Ja, auf UFOs zu springen ist schwer. Als ich damals so High-Level war, war das eigentlich immer meine größte Freude. Okay, wo ist das UFO? Ach, das da drüben sollst du klauen? Genau. Nein, wag es nicht. Ah. Naja, ich schüttel dich ab. Ja, weg mit ihm. Was? Was ist denn jetzt? Take that. Ah, sterbt alle. Das ist so, egal. So, es respawnt.
Okay, hui! Ja, ich hab's auch mal aufgejagt. Das unendlich replizierende Fahrzeug. Die neue Erfindung von Apple. Nein, Apple würde sowas Cooles nie erfinden. Leider. Was ist mit denen hier los? Wie replizieren die sich denn? Ich möchte ungern immer wieder auf die Viagra-Theorie zurückkommen, aber irgendwie drängt sich die mir jedes Mal auf. Jetzt hör auf, das Ding mal kaputt zu machen. Nein, das ist zu lustig. Alter, dann respawnen die Mobs die ganze Zeit. Und das ist doch toll. Hä? Nein, ist nicht toll. Ja klar, aber ich kann nicht was mit meinem overpowerten UFO zerstören. So. So. Jetzt darf ich es aber töten, oder? Oh, wir haben hier. Wen hatten wir denn da? Okay, die halten nicht viel aus. Ah, komm her, du mit deinem kleinen Luftfahrrad. Aber ein schönes Feuerwerk ist trotzdem. Schauen wir mal, ob wir mit dem Void dieses Ding da einsammeln können. Nein, wir können nur gegen Wände fliegen. Oh, meine Nachbarin. Oh. Wie diese Aliens immer so viel aushalten. Nee, N geht immer noch nicht. Schade, schade. Ja, die halten mehrere Schläge mit einem Baseballschläger aus. Und das will hier schon was heißen. Ey, ah. Okay, ultra coole Verfolgungsjagd. Oh, boah, wie ich schlenkere. Action. Actionreiche Musik fehlt nur. Nicht. So, mal sehen. Okay, voll der Bekannte, das ist scheiße. Wirklich Musik. Alter, spätestens jetzt müsste der Master Controller mal auftauchen. Stattdessen haben wir nur super muskulöse Sinjacks. Scheiße. Was war das denn gerade? Willst du mich verarschen, Welt? Auch. Oh, toll. Hätte mir eine sagen müssen, dass ich nicht durch glühenden Regen fliegen darf. Das ist schlecht für die Karosserie ist. Echt? Ich wusste es nicht. Hätten mir sagen sollen. Ich auch nicht. Also, ich habe mich jetzt überrascht, dass du das gesagt hast. Mich jetzt überrascht, dass ich mal was gesagt habe, was nichts mit Penissen zu tun hatte. Penis.